Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Engineer. Folge Space Engineers mit dem guten Kiezmann und dem Hallo. Kadix, der da Servus. oben ziemlich stark beschäftigt ist. Tja, mal gucken, was es wird. Ja. Oder wie es wird. Und wie kommst du voran, Kiezmann? Gut. Mensch, das. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie ich es umgebaut habe. Das sieht doch schon mal nach was aus hier. Also erste Paneele steht, 30 Grad. Soll ich dir das Schiff So, jetzt rausfliegen schauen wir oder mal. brauchst du das für Energie? Das ist voll. Echt? Wow. Ja. Da hole ich ab und zu mal Sachen raus, aber eigentlich eher selten. Ja, dann lass es dir noch mal stehen. Ja. Schweiß ich im Kadex jetzt noch das Gerüst unten? So, ich habe einen zweiten Motor. Das Oh, ist. Kadex, du hast da gerade Was? ziemlich was verbeult. Das kann Aber sein. ganz schön. Ja, das kann sein. Warte mal. Oh je. Das sieht gefährlich gerade aus. Reparier mal mit. Warte mal, ich muss schauen. Wo? Solarpaneele hat es auch ein bisschen erwischt. Aber die Okay. funktionieren noch. Brauchen wir noch Nee, was? die haben noch alle Materialien drin, aber die Blöcke sind halt ein bisschen angeschlagen. Okay. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Der hier oben war gerade Aber, extrem verbeult. K, jetzt pass auf, jetzt sind Ist wir auch noch. bei. Da haben wir jetzt halt Name. Das ist jetzt Turm 1. Ebene 1. Links. War falsch hier. Jetzt ist falsch. Ebene 1. Wo wollte ich das? Genau. 1, 1, links. Genau. So, jetzt haben wir hier. Da brauchen wir jetzt halt Obergrenze 40 Grad. 40, Untergrenze 0. Halt. Nee, 30, 30 bin ich. 30 will ich. 30? Ja, und jetzt machen wir maximal ein. Kann sein, dass es nur mal oben aneckt. Dürfte noch mal nicht, weil die obere noch gerade steht. Mal, ich gehe mal raus, damit ich sehe. Das müsste dann bei 30 Grad stehen bleiben. Der geht genau. Ja, das sind genau die Ecken. Okay. Der bleibt erst bei 30 Grad stehen, genau. So, zwei da steht. Okay, K. So, jetzt haben wir den nächsten. Müssen wir mal schauen, wer hier das ist. Oder drei machen wir mal los. Das Gerüst ist fertig. Gleichgewicht. Okay, das ist der 1112R. Oder drei. Jetzt mal 0. So, Kidsman, was machen wir zwei? 0. Ich bin gerade dabei, dein kleines Schiff hier auszuladen. Ja, dann mache ich mal mit. War ein bisschen übertrieben, Da. die vielen Kargo-Container, oder? Also sind die wenigstens nicht so schnell voll. 1. 1. 1, 2. Jeden Fall, ich brauche dann jetzt Rechts. Plexiglas und ein paar Träger.
Besten Herstellungskomponenten noch dazu. Komm mal voll. Schiff, oder? Ja, hier rein. Hast du da schon was drin? Oder? Ne, noch gar nichts. Nehmen wir halt mal so. Ich meine hier das kleine Schiff hier, oder? Ja, dein Abflexschiff. Da habe ich wahrscheinlich alles rausgeholt schon. Also du brauchst Herstellerkomponente? Interne Panzerung? Oder was brauchst du? Ja, kannst du auch mit rein tun. Okay. Ach, der ist ja schon voll. Oh. Ja. Bei den nächsten. Panzerklasse auf jeden langsam. Fall. Haufenweise. Ja, ich kann nicht in den ich muss ja hier von Frachtcontainer zu Frachtcontainer mal wechseln, deswegen. OL? Oh, die sind extrem schnell voll, du. Ja. Also, du hast jetzt interne Panzerung und Herstellerkomponente drin. Also jetzt noch Panzerklasse. Panzerklasse habe jetzt 400. Reicht das? Aber du hast mich jetzt gerade weggeschoben und ich kann es nicht reinziehen. Oh, sorry. Nee, kann man gleich noch. Eins. Kannst irgendwie nicht reinziehen jetzt. Hä? Ja, jetzt. Links. 40. 0 Grad. Ganz im Moment. 0 Grad. 0 bis 40. Und Träger brauchen wir auf jeden Fall noch. Träger? 30. Träger. Na, die Cargo-Container sind voll. Also müssten wir so tragen. Die Träger. Irgendwo noch welche kurz eingesammelt. Ja, ich habe hier 1203 und nochmal 180 Panzerglas. Ah ja, okay. Mehr kann ich aber auch nie tragen. Aber ich muss sagen, die grünen Thruster gefallen mir besser als jetzt die türkisen. Die roten gefallen mir auch sehr gut. Ups. Ja, die müssen wir auch nochmal verbauen. Mach nicht mein Schiff kaputt. Wenn es nichts aushält, dann hast du Scheiße gebaut. Du bist so gemein. Ich wollte hier Fenster machen. 1x2. Oder 1x1. Ich weiß. Jetzt 1. Kann man die 2 sogar nehmen, schau her. Da hast du noch gar nicht hingesetzt. Geduldig auch noch, hä? Mal zurecht drehen. Ich weiß ich. Ich muss mich hier. Oder scheint's hin. Ups, nein. Kann weg. Lass mich raus! Ich will hier raus! Dann schweiß doch weg, oder hast du keinen Platz mehr? Ich hab keinen Platz mehr. Mach ihn das jetzt am dümmsten. Ja, indem du die Scheiben hier dran setzt. Links, oder 5 links. Du bist witzig. Ja, ne? Das war falsch platziert, würde ich sagen. Nein, oder? Ich konnte hier an den Rand nichts hinsetzen. Echt? Ja. Das ist ja mies. Ja. Ich brauchte erst so Führung. Ach, links. Deswegen kann ich sie nicht ransetzen, meine Fresse. Wegen den Lampen da. Flex ich mal mit 6 Grad. Jetzt hab ich ja ein bisschen Platz. 40 Grad. 30. Bremsmoment. Warme. Meine Energie ist so schnell weg vom Anzug. Oh, ich
Auch haben sie ein Schloss. Kann es sein, dass ich meine Lichter im Anzug anhab? Nein. Unmöglich. Ui, das Ding hat Treibstoff für 312 Tage. Nein. Links. Plus 6. Hammer. Eins, drei rechts. Sechs. Auch hier Träger. Sechs. Null. Null. Haben wir noch Plus Träger 40. Drin? Müssten, weiß denke ich mal. Ne, ist nichts mehr drin. Hä? Ich habe aber auch noch Haufen Träger bei mir. Ja, dann. Lass mal welche drin. 10, 20 Stück. Voll. Wir haben es im Moment voll. Bitte 1. Hä? Ah, stimmt ja, so viel kann ich ja vorne nicht. Hä? Ist hier leer? Ne. Jetzt. In dem zweiten hier habe ich das reingetan. Ah ja. Den Rest kannst du wieder nehmen. Scheiße. Kannst du hier die Lichter wieder abflexen? Ne, klar. Du musst nicht zu viel wegflexen. Ja, Alter, die Lichter erwische ich immer. Ein bisschen komisch. Eins, drei. 3 R Plus 7 müsste wieder links sein. Jawohl. Oder schneiden wir rein. Jawohl. Das sieht schon mal geil aus. 2. Ach, ich vergesse immer, dass hier keine Schwerkraft mehr ist. Ach, scheiße, das. Warte mal. Das in der mittleren muss weg. 2. 0. Da 40. Muss. Das Fenster. 30 Grad. 30 Grad. 30. Moment. Eieiei. Und das jetzt? Ja, keine Ahnung. Die anderen. Das Fenster kommen sind entgegen. Ja, die anderen halten doch, oder? Ja, hoffen wir's mal. Ich kann aber einen Sprung auf der anderen Seite dagegen fliegen. Ich hab doch jetzt auch nichts anderes gemacht. Dann machen wir hier nur kleine rein. Du kommst ja gar nicht hoch. Doch. Biegen. Ja. Hier, ach, von hier runter, darüber. Ach du Scheiße, na dann flieg du mal mit Schwung dagegen. Dann hier hoch. Ja? Nee. Was? Verflogen, was? Oh, man sieht so gut wie nichts hier durch, ne? Und gerade jetzt in dem Moment machst du dahinter einen Striptease. Lang mehr Geld zurück, man sieht nichts. Ab Witz. Umkehren. Hey, ich bin hier oben. Hallo. Andere oh. Seite. Hä? Hey. Das 7. Und? Fallen die ab? Nö. Hm, okay. Fragst du mich, was da hier gerade los war? Weiß ich auch nicht. Das 7. Umkehren. Da. Panzerklasse. Oder zurückdrehen. Geht. Die Endstellung. Panzerklasse. Hab ich auch. Was hier am Schiff?
Okay, jetzt flex ich das Ding hier mal weg. Ah. Shit. Nein. Warum will denn das an der Seite nicht funktionieren? Weiß ich nicht, oft funktioniert's ja. Die Seiten sind hier kaputt. Denkst du, dass deswegen ist? Ich nicht. Weiß jetzt alles nochmal. Oben auch zum Teil. Oh, okay. Versuch Nummer 4. Oder 3? 3. 30, genau. Jetzt wieder 30. Voll. Ah, jetzt brauchen wir... Was brauchen wir? Modus 7, das ist jetzt dann. Jetzt musst du flexen, schweißen. Das ist jetzt dann. Okay. 1, 4. Yay! Okay. Scheiße! 4. L. Da haben wir noch Motor 8. Dann. Hast du Stahlplatz bei dir? Ja. Dann setzt man hier, genau wo der Generator ist, in eine leichte Panzerung. Rechts. Heißt, wir brauchen 40. Liegt vielleicht an dem einzelnen Fenster, an dem Clay. Nee. Auf 0. Bremsmoment voll. Ja. Kann man hier keine Scheiben reinsetzen? 1, kann man schon, aber verkehrt rum. Muss man so machen, hä? Aber dann kann man halt mal reingucken, aber nicht von innen rausgucken. Halt ist doof. Ja, doch, ja. Reingucken, aber aus, nicht rausgucken. Schade. Oder hast du den falschen genommen? Gibt doch zweimal die, oder? Leute, schaut mal her. Wie wunderschön das ist. Sind alle ausgerichtet. Wow. Geil. Der ganz links oben, der ist ein bisschen zu weit ausgerichtet. Ja, der ist ein wenig zu weit, ja noch. Stimmt, ja. Hab ich jetzt auch gerade gesehen. Aber geil, oder? So ein leicht zerdeppert aus. Kann ich sagen, dass er noch reparieren muss. Geil. Voll aus. Du hast noch eine Boje oben drauf. Ja, die mach ich jetzt. Ich habe jetzt bloß die Motor und Spiel umbenennen müssen, weil sonst war nur eine erste Ebene 4R. Da haben wir jetzt 40 Grad, stimmt. Da habe ich aus wie 40 Grad gemacht. Da brauchen wir 30 Grad. Habe ich aus Versehen, weil ich am Anfang immer 40 Grad gemacht habe, deswegen habe ich jetzt. Oh Scheiße, der dreht in die falsche Richtung. Dürfte doch nichts passieren, oder? Sauber, oder? Was sagt ihr? Richtig geil. Und das mit 4 Paneelen. Jetzt schalten wir dann nochmal den Reaktor ab. Jetzt bin ich wieder auf 0. Jetzt fährt er erst wieder auf 0 zurück. Dann muss ich erst wieder zurückfahren. Und dann schalten wir mal den Reaktor an. Aus. Und schauen, was das Ganze jetzt hier bringt mit den 4 Paneelen. Das ist aber. Ja. Die ist jetzt aber auch falsch eingestellt, die links ja, oben. Ja, ne? warte, ich muss erst noch rumdrehen. Ich habe jetzt wieder zurückfahren lassen, dass er wieder in die ganz andere Richtung fährt. Dass er nicht mehr die anderen zusammenstößt. Jetzt ist er auf 30. Wunderbar. Geil, oder? Ja. Geil.
Aber sowas aber von. Hammer, Alter. Das siehst du sogar aus dem Weltraum. Ja, wir sind im Weltraum. Und stört halt nicht. Was ist auf unserer Plattform? Das ist geil. Das sieht so geil aus. Als fehlt halt noch links und rechts eins davon. Ja, da ich mach noch so Säulen und einzelne mache ich auch noch unten dran. Unten an die Plattform. Also an die. Ich schau mal, ob ich die Plattform ringsrum mache. Und dann kann ich vielleicht oder halt weiter, sag jetzt mal. Und dann kann ich dann unten an der Kante, so wie hier jetzt zum Beispiel, vielleicht noch einen Spiegel rein, der vom östlichen Punkt an aus nach außen schwenkt. Dann stört er auch nicht so. So, wir laufen jetzt komplett auf Solar. Sag ich doch. Ich hab das Uran rausgenommen. Energieverbrauch 40,6%. Ja, das ist klar, wir haben erst ein Modul. Aber wie viel schafft die? 3,4 Megawatt. Alter! 3,4 Megawatt. Ein Modul mit vier Paneelen. Also mit also vier Modulen, sag ich jetzt mal. Was? Oh. Ich muss demnächst jetzt auf Bohrtor gehen. Ja, brauchen Silizium. Aber geil, oh, oder? Ja. Siehst du mal, das ist schon fast ein Reaktor. Ja. Vielleicht wenn ich nur eins oben drauf setze, wäre es vielleicht sogar jetzt ein Reaktor komplett ersetzen schon. Also eine Einmalpaneelen oben drauf, denke ich mal, wäre dann die 4,5 bis 5 Megawatt. Schallmauer. Ey, das musste mal. Kein Uranverbrauch mehr. Das ist klar. Das habe ich auch nicht. Ich habe schon. Ey, seitdem ich Solar angefangen habe, habe ich noch nie mehr Uran geholt. Weil das kannst du jetzt vergessen. So. Da forsch gleich mal mit dem Bohrschiff los. Also. Versuche jetzt den Bohraufsatz drauf zu stecken und hol Massensilizium. Schaut's mit der Zeit aus? Oh, gute 20 Minuten. Alle vier Striche sauber, Alter. Echt sauber. Das ist genial. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.